Das sind Johanna, Betty und Lilith, beste Freundinnen und drei ganz normale Teenies mitten aus der Großstadt. Wir nehmen sie mit raus, in die Eifel und zu Hermann Karl, Waldführer und Jäger. Hi. Da sind hier drei Mädchen. Ja, Betty, hi. Grüß euch. Hallo, Johanna. Hermann. Ihr kommt alle drei aus der Stadt. Köln. Ja. Ich war es ein, zwei Mal so ein bisschen im Wald, richtig, aber so viel wissen jetzt nicht so viel. Hermann Karl wird ihnen Aufgaben stellen und ihr Waldwissen testen. So, guckt euch mal das hier an. Ameisen. Ameisen, genau. Erste Mission für die drei, einen Ameisenhaufen finden. Jetzt müssen wir mal kurz vom Weg abgehen. Darf man das überhaupt? Wenn es kein Naturschutzgebiet ist, schon. Genau, im Naturschutzgebiet darf man die Wege nicht verlassen. Ansonsten gibt es ein freies Waldbetretungsrecht. Jedermann darf in jeden Wald rein. Nur nicht auf junge Pflanzen treten. Ah, okay, der ist groß. Ja. Wir haben ihn. Ja, ich gehe da nicht näher ran. Ah! Hier sind übertrieben viele Ameisen. Ja. Wir sehen den Ameisenhaufen, die aus der Erde kommen. Ne, wie ein Eisberg, der ja nur zum Teil aus dem Wasser rausguckt und größtenteils unter der Erde ist. Ich finde das sehr gruselig, ehrlich gesagt, wenn man sieht, wie viele das sind. Sehr gesunde Tiere für unseren Wald. Denn sie lockern und säubern den Waldboden. Und dann gehen wir wieder runter. Wer von euch Mut hat, kann mal die Hand auf den Boden legen, da wo die Ameisen rumlaufen. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Wir sind bei dir. Okay. Jetzt kenne ich da, genau. Nein, ich kann das nicht. Auf geht's, Betty. Nichts. Oh mein Gott, sie ist unter meinem Nagel, okay. Ich muss ihr Lob aussprechen, denn das ist eines der schwersten Dinge im Leben, die man tun kann, wenn man seine eigene Angst überwindet und dann doch handelt und das aushält. Ja. Achtung. Hab ich geschafft. Die nächste Aufgabe für die Stadtkids. Hier im Wald haben wir gefährliche Tiere. Was meint ihr denn, wer am gefährlichsten ist? Ich denke jetzt nicht, dass irgendwelche größeren Tiere, na, Wölfe gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, gefährlich sind, weil die sind ja eher Fluchttiere und würden dann weglaufen. Also ich denke eher kleine Insekten vielleicht. Fast. Es sind keine Insekten, sondern ein Spinnentier. Mit einem Tuch sollen die Mädels es finden. Zecken. Sie können Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen. Letzteres zum Glück noch nicht in NRW. Ja. Ja. Ist das hier eine? Ja. Jawohl, da haben wir sie ja. Zecke. Da haben wir sie ja. Also war doch eine Zecke im Pfad. Haben wir doch eine. Das ist aber schon eine große. Ja? Wenn ihr heute Abend nach Hause kommt, guckt euren Körper ringsherum mal an, ob sie nicht doch eine irgendwo hindurch geschmuggelt habt. Ja, wollte ich sowieso machen. Je länger sich Zecken festbeißen, desto höher das Infektionsrisiko. Aber nur bei etwa einem von 100 Bissen kommt es zu Krankheitssymptomen. Was meint ihr, was sind das für Beeren? Blaubeeren. Das hier ist eine Rauschbeere. Das heißt, wenn man größere Mengen davon isst, bekommt man einen Rausch. Die Blaubeere ist durch und durch blau. Und guckt mal, wenn ich die zerdrücke, ist sie innen weiß. Okay. Okay. Aber in gewisser Weise giftig ist das jetzt nicht, oder? Ist leichtes Gift, heißt es. Aber du musst wirklich eine ganze Menge davon essen, damit du auf den Stegen hier schwer zu gehen hast. Ja, okay. Und auf der anderen Seite, da haben wir jetzt Waldbeeren. Da könnt ihr mal sehen, ob ihr da eine Waldbeere dran findet. Kleine Mengen Beeren, Pilze oder Pflanzen darf man im Wald sammeln. Für den Eigenbedarf. Außer sie stehen unter Naturschutz. Die sehen ja alle gut aus. Mhm. Ja, die hier weiß ich nicht, die ist so dick. Ich zerdrück sie mal, da kann man mal sehen. Siehst du, die ist weiß. Ah, okay. Ja. Das war Rauschbeere, das war eine Bremse. Die sehen, sonst sehen die alle sehr gut aus, würde ich sagen. Ja. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ja, danke schön. Ich hole mal zwei. Danke. Schluckt man mit der Waldmahlzeit unbemerkt Eier des Fuchsbandwurms, können Organschäden auftreten. Aber die Gefahr ist gering. 2017 gab es in Deutschland gerade mal 22 Erkrankte. Und es gilt, liegen Kot oder tote Mäuse in der Nähe, Finger weg. Die meisten Unfälle im Wald passieren ohnehin durch etwas anderes. Herabfallende Äste. Abgesehen davon kann man die Geheimnisse des Waldes ziemlich gefahrenfrei entdecken.
Bei den Rehen ist wie bei den Menschen. Die Frauen rufen immer nach den Männern, ne? Ein-, zweimal gerufen und der Rehbock wird locker gemacht und kommt zu einem her. Das Pfeifen simuliert den Ruf des weiblichen Rehs. Genau, wir haben alle genau, ja, genau. Aber einen Rehbock anzulocken ist schwer, wenn man dabei kichert. Deshalb hat Hermann noch eine Überraschung für die Mädels. Rehkitze, die ihre Eltern bei Unfällen verloren haben, zieht Hermann bei sich zu Hause mit der Flasche auf, um sie später in die Wildnis zu entlassen. Das letzte kleine Waldhighlight an diesem Tag. Ich war schon lange nicht mehr da und ich hatte das gar nicht mehr so schön in Erinnerung. Irgendwie ging der Kackding so schnell vorbei. Ich finde, der hätte noch ein bisschen länger sein können. Ja. Wir hätten noch so viel Cooles machen können und das, ja. Diesmal stapfen können. Das dann vielleicht beim nächsten Mal. Den haben wir bekommen, der passt in eine Hand. Gestorben, ne? Die schnelle Mutter da. Das hat mir sehr gut gefallen. Und weil wir heute in Spendierlaune sind, spendieren wir hier einen Abo-Button. Einfach draufklicken und den Channel abonnieren. Und weil das immer noch nicht reicht, haben wir hier noch einen Film und da noch einen Film. Wow, wir sind wirklich großzügig heute. Nur für dich.